Hier, oder was gerade kommt zu einem neuen Video hier auf Kado. So, heute zeige ich euch meine 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sneaker, die ich dieses Jahr mir so angesammelt habe. Geil. Es sollten noch 1 oder 2 Sneaker dazu kommen, aber ich habe die Schuhe leider nicht mehr gefunden. Das wären die Jordan 1 Low. Ah ja, ich bin noch am Suchen. Wer sie hat, kann unten in die Kommentare schreiben oder weiß, wo man sie bekommt. So, ich würde sagen, fangen wir mit dem günstigsten. Ja, ich sage mal, fangen wir mit dem Schuh an, den ich nicht so oft anziehe. Und zwar, das ist der hier. Puma Sneaker, ganz normal. Die Schuhe, die hier. Das ist halt so ein Leder, nicht Lederstoff, sondern so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, keine Ahnung. Die sind eigentlich noch relativ ganz neu. Die habe ich für 35 Euro, wenn ich nicht, nein, die waren 35 Euro, ich habe sie für 25 geholt. Zum Laufen, zum Joggen geht's eigentlich. Also die ziehe ich ganz selten an. So, gehen wir zum nächsten Paar Schuh. Der nächste Schuh ist der hier, der Nike, ich habe vergessen, wie das heißt, steht das hier, Nike Reacts, da wie das heißen soll, keine Ahnung. Das sind die Schuhe, die habe ich selber kreiert. Ja, ein bisschen staubig, aber egal, hinten schaut so aus und so in den Beige-Tonen mit dem Nike-Zeichen hier drauf. Die ziehe ich ganz selten an. Der Fakt ist, warum ich die selten anziehe, nicht, dass sie mir nicht gefallen. Ich habe sie selber designt, 180 Euro haben die gekostet. Das Problem ist hier an den Schuhen, ich habe sie zu klein geholt. Ich habe nochmal 42, ich habe sie für 41 geholt. Ich weiß nicht, was ich mit den Schuhen machen soll. Ich habe sie echt ganz selten getragen, vielleicht 3 oder 4 Mal, also 5 Mal habe ich sie nicht getragen, hundertprozentig. Vielleicht verlosen wir die Schuhe noch. Wenn ihr Bock auf diese Schuhe habt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ich habe Bock auf diese Schuhe. Dann machen wir vielleicht eine Verlosung mit diesen Schuhen. Die ziehe ich ganz gerne an. Eigentlich meine Fabo-Schuhe. Für den Sommer sind die eigentlich ganz perfekt, finde ich. Sollen wir ein bisschen Sommer machen, ansonsten sind die eigentlich ganz cool. Für 109 Euro habe ich mir die geholt gehabt. Kosten immer noch 109 Euro. Da ist am Preis her nichts gestiegen oder hat sich am Preis halt nichts verändert. Immer noch 109 Euro für den Sommer, finde ich, ist das Sneaker richtig geil. Schön leicht, der wiegt fast gar nichts. Wenn du keinen Schuh anhättest. Also, wie gesagt, der Schuh ist richtig geil. Den würde ich auch empfehlen, für den Sommer den anzuziehen. Weiße Sneaker sind immer geil eigentlich. So, ich würde sagen, kommen wir zum vierten Schuh. Es sind 5 Schuhe, keine 6 Schuhe. Kommen wir zum vierten Sneaker. Das ist auch ein Adidas. Auch ein Nike-Sneaker. Und zwar der hier. Nike Air Force One. In schwarz. Und hier halt mit diesen. Ja, der Farbe hier, der Neonfarbe. Hinten ist halt nochmal so ein Nike-Teil drauf, wie man das nennt. So, das sind die Schuhe hier aus Leder. Ganz in schwarz. So schauen die ganzen, so schauen die Schuhe aus, nicht die ganzen Schuhe, so schauen die Schuhe aus. Die ziehe ich echt gerne an, also glauben mir, ich finde die auch ganz cool. Die sind auch Größe 41, müsste das sein, ja, die sind auch 41, aber die passen ja vom Schnitt her, sind die echt gut, nicht so eng und so, aber die anderen Schuhe, die anderen Nikes, mir echt zu eng. So, jetzt kommen wir zu den fünften und den letzten paar Schuhen. Das sind meine Off-White-Schuhe, die ziehe ich am, also sehr gerne an. So, das ist meine ersten Off-White-Pieces. Kriegst halt so einen Beutel dazu. Ja. Das heißt, so ein Beutel, ich glaube, du kannst die Schuhe waschen. Also steckst die Schuhe in den Beutel rein und wäschst die. Meine, ich habe keine Ahnung. Das ist der hier, den hatte ich heute an. Der war ein bisschen draußen, den habe ich angehabt. So, das ist der Schuh. Finde ich ganz nice mit den Dingern hier. Off-White
alles original. So, mit hier steht auch was drauf. So schaut es ganz aus. Hier mit einem roten Off-White-Logo. Ja, so schaut der ganze Schuh aus, Freunde. Schaut nicht schlecht aus, finde ich. Sind geil, bequem. Also den Schuh kann ich echt empfehlen. Der ist sehr, sehr bequem. Ja, und das hat halt hier noch sowas dran. So ein, wie man das nennt, das hier, das lasse ich immer dran. Hat halt ein bisschen besser aus, finde ich. Was heißt, er schaut besser aus? Es passt halt zu den Schuhen. Nur was mich im Ziel stört, sind die langen Schnürbänder. Die sind richtig lang. Ansonsten ist der Schuh wirklich bequem. Also, den habe ich von 300 auf 190, weil der reduziert habe ich 190 Euro geholt. Ganz top. Ich würde mir den wiederholen. Und das war's von dem Video, Freunde. Ich würde sagen, ja, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr mich gerne abonnieren und lasst mir ein Like da für das Video. Passt euch auf, nicht vergessen zu abonnieren und folgt mir gerne auf Instagram. Da kommen ja Fußballtipps und so weiter. Also passt auf euch auf und ciao.